Hallo und herzlich willkommen zu Vin Diesel, dem einzigen Format auf Bonjour ohne Salt. Da bin ich ganz stolz, über das sagen zu können. Überall anders wird rumgesalzt, hier nicht. Es ist so lustig, immer die Leute in der Regie zu hören. Ja, heute spielen wir auf Wunsch von den Leuten, aka von euch, meine Runde Arena. Und zwar machen wir das ganz schnell und ich habe jetzt zur Auswahl Rogue, Paladin und Warrior. Deswegen bitte ich alle Leute, die Interesse daran haben, eine bestimmte Klasse zu sehen, direkt mal ins Curse zu kommen und dort einmal abzustimmen. Für die gewünschte Klasse, die wir hier sehen wollen. Und ich spamme den Link auch gleich einmal hier im Twitch-Chat rein. Oder so ähnlich. Ah doch, ja. Zack, direkt zum Poll. Und auch hier in dem Dota-Teil rein. In Dota, den Hearthstone-Teil. Was gibt's zusammen? Wir machen das jetzt so ein, zwei Minuten. Ich habe zwar vergessen, einen Timer zu setzen, aber ja, das macht ja nichts. Können wir trotzdem sehen. Und worauf habe ich selber denn eigentlich Lust? Ich bin aktuell nicht so im Arena-Meta drinne und weiß gar nicht, was die krassen, guten Klassen sind. Aber vor langer Zeit war Rogue immer ziemlich stark. Aber Warrior soll auch gut geworden sein. Ich hätte Lust, Warrior zu spielen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Und dann gucken wir uns das an. Aber in der Zeit machen wir noch ein bisschen Smalltalk. Ja, die letzten Male haben wir Tryhard auf der Ladder gespielt und hatten auch eher die unehrenhaften Decks gespielt, aka Face-Schamane. Und ich bin sogar ziemlich gut gelaufen damit. Und ich muss auch sagen, vor ungefähr 20 Stunden, da war ich Rang 11 Legend. Aber ich wollte mehr, denn ich brauchte auch mehr, wenn ich mich noch für die Prelims qualifizieren möchte. Nur dann habe ich es halt mal versucht, auf Rang 1 zu spielen und ja, gut. Rang 1 ist jetzt ein bisschen weiter weg. Das war es dann wohl mit Rang 1 in dieser Season. Und deswegen können wir uns heute auf eine kleine Runde Arena freuen. Marvin, machst du denn jetzt heute eigentlich die Stimme des Chats, mein Lieber? Ja. Oh, das ist aber schön, dass du auch da bist. Welche Klasse würdest du denn gerne sehen, Marvin? Ich bin ja ein Fan von Rogue. Die meisten sind das hier gerade auch. Und damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, machen wir das auch gleich. Steht hier fast Gleichstand, aber Marvins Stimme wertet das jetzt hier noch ein bisschen hoch. Und wir wollen ja auch... Ja, einen ganzen Run schaffen wir sowieso nicht. Deswegen sollten wir auch gleich loslegen und den dann vielleicht beim nächsten Mal fertig machen. Je nachdem mal gucken. Hat hier ganz klar der Rogue gewonnen und wir legen auch los. Da fällt mir noch ein, es gibt ja so ein paar, ja, ich weiß nicht, Tools und Seiten, auf denen man sich beim Arena-Draft helfen lassen kann. Wenn da irgendjemand die Lust dazu hat, das nebenbei mitzumachen und dann am Ende zu sagen, wie oft ich abgewichen bin von dem Ding, dann wäre das eigentlich auch ganz interessant. Aber ja, ich gebe dann mal hier mein Bestes und versuche auch zu erklären, warum ich was picke. Und da fällt mir ein, ich sollte noch, damit das Ganze hier gleich angenehmer ist, den Deck-Tracker auch mal wieder ranhauen. AS, Deck-Tracker, nice. Der importiert das Deck nämlich sofort und da muss man nicht so viel nachdenken, kann man mehr reden. Super. Okay, die erste Auswahl hier. Mind Control Tag, Unearthed Raptor und Cold Light Seer. Cold Light Seer ist nie eine gute Karte, ist eine 3-Mana 2-3, das ist einfach nicht worth it. Mind Control Tag ist eine sehr interessante Karte, hat auch in Arena einen recht hohen Wert, muss man sagen. Denn man spielt in der Arena seltener um Karten herum, sondern versucht einfach auf Tempo zu gehen. Und der Mind Control Tag kann deswegen da immer sehr, sehr stark treffen. Ist eine gute Tempokarte. Der Raptor ist aber auch nicht schlecht. Und ja, ich nehme mal den... ich kann mich hier schon nicht entscheiden. Beide Karten sind gut. Der Raptor hat halt die deutlich besseren Stats, aber braucht halt Death Rattle, um den Effekt rauszuholen. Aber ich denke, ich entscheide mich mal für den. Und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht noch Richtung Death Rattle gehen am Anfang. Gut, Jade Shuriken ist eine Tempokarte, aber die Jade-Karte ist nicht so dolle. Ich denke, die Us ist ganz easy. Wir wollen erstmal im Early Game ein paar gute Drops sammeln und gucken, was geht. Hier zum Beispiel das Explosive Sheep ist irgendwie... Defensiv eine nicht schlechte Karte. Achso, wir sehen hier übrigens Karten, die wir noch in der Ladder gar nicht sehen würden, denn zum Beispiel Explosive Sheep kommt aus der Erweiterung, wie heißt die nochmal? Die mit den Mech-Karten, Gnomes vs. Goblins, glaube ich, war das. Und die Erweiterung kann man gar nicht mehr spielen im Standard. Aber in der Arena trifft man diese Karten trotzdem an. Und ja, hier, also das Explosive Sheep nehmen wir ja auch nie. Die Assassin's Blade, wenn man es schafft, die Waffe anzulegen und dann viele Trades zu finden, dann ist die Karte in der Arena gar nicht so schlecht. Weil dann tauscht man immer sein Life-Total gegen Minions vom Gegner und kann selber mehr entwickeln. Aber es ist halt eine sehr teure Karte. Während dieser Daring Reporter, der ist gar nicht so schlecht, ist eine 4-Mana 4-4 im Endeffekt für den Gegner, wenn er den behandeln muss und kann halt größer werden. Ja, nehmen wir den mal. Hier kriegen wir schon wieder so eine Jade-Karte zur Auswahl. Man müsste sich halt da auch ein bisschen drauf committen mit den Jade-Karten.
Der Anub-Arr-Embusher ist eigentlich keine so nice Karte, denn Death Rattle, return a random friendly minion to your hand. Bedeutet also, er ist eher Anti-Tempo. Wenn man ihn ausspielt und er stirbt, dann verlieren wir ihn und er nimmt noch was zurück auf unsere Hand. Aber er hat halt sehr gute Stats, das ist der Vorteil in der Karte. Aber ja, wir haben ja schon so einen guten Anfang, da können wir mal weitergehen. So schnell muss man das Ganze, so langsam müssen wir das Ganze auch nicht machen. Summoning Stone, nur gut mit Spells. Impmaster, ja, hätte eine Synergie, wenn wir sowas wie Direwolf Alpha haben oder ähnliches. Oder Buff-Karten für die Imps. Aber Undercity Huckster ist ein solider 2-Drop, der uns halt auch noch mehr Value geben kann. Hier 3 Mana, 3-1, richtig Crap-Stats. 6 Mana, 5-2 Charge, ist halt viel zu teuer. Aber der Shadowpan Rider, der kann halt durch Kombo eine solide Statline bekommen. Nämlich 5 Mana, 6, 7, das kann man machen. Der Shadow Ranger ist auch ein großes Meme. Der Magma Ranger mit Stealth. Nee, niemals. Dann nehmen wir lieber den Assassinate. Das ist zwar ein sehr teurer Spell, aber damit können wir später wieder Action machen. Und jetzt haben wir übrigens, also unsere Dream Curve gerade wäre Undercity Huckster into Unearthed Raptor. Und jetzt haben wir die Auswahl wieder zwischen diesen beiden Karten. Und na, warum nicht den nächsten Huckster nehmen? Eine Karte, mit der wir arbeiten können. Oh, der Small Time Buccaneer. Sehr stark als Rogue. Turn 1 den spielen, Turn 2 Dagger und man hat sofort nur 3-2. Im Standard, im Constructed. Denn in der Arena möchten wir auch als Rogue nicht so gerne Turn 2 Dagger abmachen. Da haben wir eigentlich lieber das Verlangen, ein weiteres Minion zu spielen, zum Beispiel in Undercity Huckster. Aber er ist trotzdem eine gute Karte. Also ja, er ist ein One-Drop und eine starke Karte. Also sollte man ihn nehmen. Ja, Alamo-Bot ist alles nicht so gut. Abomination macht das eigene Board kaputt. Alamo-Bot, ja, nee, ist irgendwie kein Value. Ich denke mal, das wird auf dem Questing Adventurer hier auslaufen. Und oh, wenn ich das hier so sehe, dann hätten wir die Jade-Synergie nehmen können. So viele Jade-Karten zur Auswahl. Hier ist es sogar ein Death Rattle, das heißt also, wenn wir ihn spielen und ihn mit einem Raptor kopieren würden, dann würden wir sogar halbwegs hochgehen in den Jade-Karten, aber wir haben ja nur einen Raptor und Argent Squire ist ein wunderbarer One-Drop. Oh, jetzt wird's richtig crappy. Das sind alles keine Karten, die man haben will, denn sie haben wenig HP für ihre Kosten, wie man hier sehen kann bei den beiden. Oder hier wenig Stats für ihre Kosten. In Turn 6 möchte man nicht einen 5-4 auslegen. Es gibt Minions, die 5-4 haben, die kann man schon in Turn 4 auslegen. Da möchte man das eigentlich früher machen. 2 Mana, 2-1 für den Schuss oder den Wolf Rider. Ja, Tendenziell wollen wir hier nochmal ein bisschen billigere Karten, um unsere Curve sicherzustellen, dass wir wirklich hier viele 1, 2, 3 und dann so langsam ein bisschen runtergehen, aber immer noch Value hinten haben. Ich denke mal, ja, der Wolf Rider, mit dem können wir mehr abtauschen. Haben wir ein bisschen bessere Statline. Fan Creeper in Arena? Harvest Golem ist ziemlich gut. Die Mistress ist auch nicht schlecht. Die heilt zwar den Gegner, aber es ist halt wieder gute Stats für die Kosten. Und das ist jetzt auch wieder ekelhaft. Ist eine. Wir haben schon so viele 3-Drops, deswegen wollen wir eigentlich keine weiteren 3-Drops, aber eine Stone Tusk Boar ist auch nicht das Wahre. Eine 1-Mana 1-1 Charge, das kennen wir auch im Besser. Wer zuguckt hatte beim Schamane-Spielen, der kennt ja Patches, den Pirate. Der ist das Gleiche, nur toller. 3-Mana, 1-Damage Charge, auch nicht so gut. Ich glaube, es muss der Flash-Eating Ghoul sein, weil der kann wenigstens nochmal gut werden, wenn der Gegner den, so wie der Questing Adventurer, wenn der Gegner den gerade zufällig nicht wegmachen kann, dann könnte es was werden. Inspire ist nicht so toll als Rogue, wir wollen gar nicht so oft die Waffe benutzen. Assassinate, das haben wir bereits einmal, aber ist immer noch eine Option. Wir wollen eigentlich ja weiter Minions bekommen und mit dem 2 Heal können wir wahrscheinlich auch ein bisschen Tempo generieren. Was ist das denn hier? Das sind ja nur schlechte Karten. Ja, Stieb ist scheiße. Tiny Finn, nee, also nehmen wir den Attendee. Aber also den würde ich ja niemals freiwillig nehmen wollen. Die Menagerie Magician, was haben wir denn? Beast, Murloc oder Dragon brauchen wir dafür? Gut, haben wir nichts davon. Das heißt also, der bufft auch nichts. Aber 2-2 ist richtig grauenhaft. Das ist, zum Beispiel One-Drops wie die Mistress oder der Tournament-Attendee. Wir bezahlen jetzt im Vergleich mit dem Attendee da ein Mana mehr für ein HP mehr. Das ist halt richtig bitter schlecht.
Aber der 3-Drop ist genauso schlecht. Und so ein 5-Drop mit den Kosten. Wir haben bis jetzt noch keine von den guten Rogue-Karten bekommen, die man sehen möchte, warum Rogue immer gut war. Wie zum Beispiel Backstab oder Eviscerate. Das sind immer Karten, die sehr viel Tempo generiert haben. Jetzt haben wir recht viel 1 bis 3 Kostenkarten. Auch, ja, gut gemischte, schlechte, gut. Und wir müssen halt auch ein bisschen bessere Minions bekommen. Der Yeti, 4 Mana, 4, 5 ist solide. So, und hier heißt Plus 2, weil wir haben einen Mech. Ja, nee, wir haben nur einen Mech. The Patient Assassin. Oder, boah. If your opponent has 6 or more cards in hand, gain charge. Das passiert in der Arena eher weniger, wenn man nach oben kommt, weil je mehr Wins wir in der Arena haben, desto besser werden die Decks der Gegner. Und ein gutes Arena-Deck sagt, dass man gut rauscurvt und ein starkes Early-Game hat. Da sammelt sich nicht viel auf der Hand an. Das heißt also, sie spielen Zug um Zug etwas aus. Gerne dann auch irgendwie ab Turn 4 irgendwie 2 plus 2 Mana statt nur 4 Mana. Und der wird niemals Charge haben. Aber seine Stats sind jetzt nicht die schlechtesten. Dem fehlt nur ein bisschen HP, um, wenn man halt das halt auf Vanilla betrachtet. Eine Vanilla wäre halt einfach 6, 6, 7. 6 Mana, 6, 7 Stats. Aber wir nehmen halt trotzdem den Patient Assassin. Richtig bitter. Der Lance Carrier ist gar nicht so schlecht. Da können wir zum Beispiel unser Divine Shield mit buffen oder gute Trades bekommen mit unseren Minions. Sehe ich auf jeden Fall wertvoller als Vanish. Richtig schlecht. Und der Apotheker hier, der wird es auch nicht sein. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben schon 21 aus 30 Karten. Unsere Curve ist komplett vorne und wir haben nichts im Late Game. Da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Shadow Pan Rider ist sehr gut dafür. Daring Reporter hatten wir schon vorhin drüber gesprochen. Ist jetzt nicht die allerschlechteste Karte. Der Archmage ist auch nicht so schlecht. Wir hatten gesagt, 6 Mana, sollte 7 HP haben. Der hat jetzt hier nicht so viel Angriff, wie er haben sollte, aber dafür Spell Damage. Wir haben keinen einzigen Spell bekommen bis jetzt. Ja, Assassin erzählt ja nicht für Spell Damage, aber es ist trotzdem ein recht beefy Minion, welches wir benutzen müssen. Oh, die Auswahl ist echt nicht so gut. Ogre. Memes. Wir könnten den picken und niemals ausspielen. Wir haben nur ein Spell. Wir könnten ihn niemals auf 10 Kosten bekommen. Weasel Tunneler ist auch ein einziger Witz. Der Validated Doomsayer ist nicht so schlecht, ne? Der könnte nur 5 Mana 7-7 werden, wenn der Gegner ihn nicht bedient. Also bis jetzt ist das meiste, was ich hier mache, Ausschlussverfahren, wo ich mir denke, alle anderen Karten sind so schlecht, ich muss eine andere nehmen. Gut, der Undertaker. Death Rattles haben wir. 1, 2, 3, 4, 5. Theoretisch haben wir Death Rattles, mit dem wir ihn buffen können. Aber ist der One-Drop jetzt wertvoller als noch ein Minion mit der hohen Kosten? Ja, 5 ist auch wieder nicht so toll. Dann haben wir hier wieder... Wir werden Probleme bekommen mit unserer Curve so um 5, 6 herum, weil... Ja, auf Zug 6 in der Regel hier viel Kleinkram auf der Hand haben werden und vielleicht einen 5-Drop. Und dann spielen wir den aus und danach müssen wir mal viele kleine Sachen gemeinsam spielen, anstatt eine große Sache. Na, das hilft uns nicht so weiter, aber der Undertaker. Wir müssen im Early Game jetzt alles wegcrushen. Wir müssen perfekt rauscurven. Zum Beispiel hier. Ach ja, genau, deswegen ist der übrigens auch scheiße, der Frostwolf-Kant. 2 Mana, 2-2 Taunt. Was haben wir zur Auswahl? 2 Mana, 3-2 Taunt. Ich denke, das ist recht offensichtlich, warum das schlecht ist. Wir haben auch so viele Two-Drops. Ich will auch Two-Drops, die ich ausspielen will, tendenziell. Undercity möchte ich ausspielen. Ja, 3-Drops haben wir auch eher so minderwertigen Kram. Die Us hat immer noch die besten Stats dafür. Wir nehmen die mal. Der rote Mana-Wurm ist auch einfach nur, um uns nochmal ein bisschen zu demütigen. Wieder keinen einzigen Spell, mit dem wir ihn buffen können. Aber Zap ist keine schlechte Karte. Vielleicht, ja, wir nehmen den Zap. Dann können wir lästige Minions wegzappen und versuchen, so das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Und unsere letzte Karte, die wir nehmen dürfen, ist wieder recht minderwertig. Die Karte wird nur gebufft durch Secrets, sowas haben wir als Rogue nicht. Der Imp Master ist halt auch wieder viel zu early und deswegen nehmen wir den Master Jouster. Problem ist, wir werden wahrscheinlich kaum einen Joust gewinnen, weil wir hintenrum kaum bis gar nichts haben, wie bereits gesagt. Ich versuche mir gerade zu überlegen, wie viele Wins wir damit wohl holen können. Ich denke, da gucke ich auch mal in den Chat rein, was zum Draft gesagt wurde. Was wurde denn so gesagt, Marvin? Haben die Leute das bisschen
bisschen. Also, die allgemeine Stimmung ist jetzt nicht so euphorisch. Ja. Du packst das schon. Ja, was meinst du, wie viele Wins schaffen wir denn hier? Was meint der Chat denn gleich? Das können wir auch nochmal teilen. Ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber unserem Draft hier. Das sind mindestens 12 Wins. Mindestens 12? Ja, dann müssen wir direkt loslegen und die 12 Wins holen. Ich würde behaupten, wir schaffen vielleicht gerade so 5 damit, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Ja, man muss wissen, Arena, bei so 5, 6 Wins hat man ungefähr seinen Eintritt wieder raus, denn dann bekommt man ein Pack, das ist 100 Gold wert und ein bisschen Kleinkram dazu. Und so kommt man dann ungefähr auf diese 150 Gold Buy-in. Und bei 7 Wins, das ist, wenn man im Durchschnitt 7 Wins schafft, dann kann man unendlich Arena spielen, wenn man dort 150 Gold zurückbekommt plus ein Pack. Das heißt also, man macht immer Plus und kann in die nächste Runde Arena gehen. Das ist sozusagen das große Ziel, wenn man denn dann dabei ist. So, Suppi. Wir haben 7 Millionen Two-Drops. Da möchten wir dann auch irgendwie drauf hinmaligen. Am liebsten der Undercity-Huckster. Da können wir immer noch die Hoffnung haben, dass die Karten, die wir bekommen von ihm, besser sind als unsere. Der Attendee ist auch nicht das Wahre. Vielleicht. Man könnte sich auch überlegen, die beiden so zu halten. Priester hat eh keine Waffe. Das heißt, der Battlecry-Effekt von der Us wird nie auftreten. Und deswegen spielen wir einen guten One-Drop. Und danach, ja, ein Two-Drop. Ja, das machen wir mal. Man könnte auch natürlich sagen, man versucht auf Coin 2 into 2 zu gehen. Aber das möchte ich eigentlich wirklich wieder nur mit Undercity-Huckster machen. Lance-Carrier brauchen wir auch an der Sache, aber gut. Mal gucken, was das Ganze hier wird. Das wird unser MVP, Leute. Den bekommt er nicht weg und dann wird er riesig. Ich sag euch das hier. Ja, so. In der Arena, da hat man nicht so wie schön im Constructed ganz viele Kombos und so ein Kram. Da muss man dann ein bisschen, da geht es dann ums Tempo. Und Tempo definiert sich sozusagen daran, wer das Board gewinnen kann. Tempo wäre es zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, welche Karte hatten? Ja, Rogue hat zum Beispiel den Backstep, eine 0-Mana-Karte, die perfekt in die Arena reinpasst. Man könnte sich jetzt vorstellen, zum Beispiel, das wäre ein Backstep. Dann könnten wir jetzt hier den backstappen, den traden und einen Minion ausspielen. Dann hätten wir ein Tempo-Play gemacht. Und darum geht es in der Arena und deswegen ist Rogue so zur früheren Zeit meines Wissens nach so einfach eine der besten Klassen gewesen in der Arena. Geht leider nicht mehr, so, weil wir haben keinen Backstep. Das heißt, wir müssen auf andere Art und Weise fürs Board kämpfen und fangen damit dann mal so an. So ein Divine Shield Trade ist natürlich schon mal gut und wir developen hier ein bisschen unsere Minions. Also der Chat hat sich auf ungefähr 4 Wins geeinigt. Ja, damit bin ich, das kann ich mir gut vorstellen. Wir werden hier übrigens gerade schon unglaublich gerackt. Das ist auch ein krasses Tempo-Play gewesen in der Theorie. Es hätte hier auch ein Backstep sein können, der unsere Us trifft. Aber es war jetzt halt ein Buff, der seine HP gefördert hat. Im Endeffekt ist es selber bei rumgekommen. Er hat einen Minion kaputt gemacht und selber eins ausgespielt. Und wir sind jetzt ein bisschen am Baby-Ragen. Wie machen wir das denn am besten? Der Patient Assassin, der kann uns noch Tempo geben. Der kann nämlich alles töten, was der Gegner ausspielt. Das müssen wir jetzt nur irgendwie ein bisschen geschickt machen. Noch ein Minion bringt nicht viel, weil dann tradet er da rein und wir wollen im nächsten den spielen, deswegen legen wir jetzt die Waffe an. Das ist der zweite Teil, warum Rogue ganz gut ist mit dem Tempo in der Arena. Wir können eine Waffe anlegen und so unsere HP gegen Minions traden. Das kann keine andere Klasse machen, also über die Hero Power nicht. Und deswegen ist das hier unser Vorteil. Ja, traumhaft. Das ist jetzt sozusagen, jetzt kommen wir wieder aufs Board zurück. Der Patient Assassin kann uns hier den Guten abholen. Und wir schaffen es, das gesamte Board zu klären. Nice Rank, Lul. Ah, gut. Der Rewind blamed mich gleich. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht mehr angezeigt. Ah, ja, da wäre ich schon geärgert, wenn ich Arena spielen will. Die 4-4 ist übrigens wieder extrem stark jetzt hier gegen den Priester. Da kann uns kein Shadow Word treffen. Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt wird es wieder halbwegs interessant. Wir haben viele Optionen. Der hier wird im nächsten Zug, wenn er überlebt, zu einer 5-5. Also er kriegt übrigens plus 1 jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte zieht. Das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Das heißt, also wenn wir am Leben bleibt, dann kriegt er nochmal plus 1, sobald wir den Zug beenden. Das heißt,
Wir wollen gucken, dass er überlebt. Wie wollen wir, dass er überlebt? Jetzt können wir auch unseren Sepp verwenden. Wir könnten theoretisch sagen, Sepp auf einen Ogre, der geht zurück auf die Hand, wir traden da rein. Und dann können wir den entweder noch hochhealen oder einen Questing Adventurer spielen. Den natürlich vorher, damit er dann gebufft wird. Dann haben wir hier eine 3-3 und eine 4-1, die dann zur 5-2 wird. Und im Folgezug können wir noch mehr machen. Alternativ können wir jetzt einfach den Doomsayer spielen und sagen, der wird eine 7-7 im nächsten. Aber dann müssen wir auf jeden Fall da rein traden und der bufft sich auch. Das ist eigentlich ziemlich gut, wenn ich so drüber nachdenke. Das hier ist einfach ein Free Trade, den wir nehmen können. Und wir müssen nicht unbedingt den Ogre hier wegtraden. Der kann eh nicht gezielt angreifen. Der hat ja immer diese Chance, zu 50% das falsche Target zu treffen. Bedeutet also, wenn er jetzt hier reingehen will, hat er nur eine 50% Chance. Und 7 HP ist gerade nicht so einfach für den zu removen. Ich wonder auch. Und daneben, super. Face wäre jetzt das Beste gewesen, damit wir unsere HP behalten. Aber wir haben ja sogar noch einen kleinen Heal hier auf der Hand. Und der wird uns auch hier wieder dabei helfen, das Tempo zurückzuholen. Denn wir werden einen Minion healen und dadurch einen Trade machen können, sodass es überlebt. Außerdem haben wir halt gleich einen 7-3 auf dem Feld. Da wird der Medic gerufen. So. Jetzt gibt es hier wieder eine tolle Auswahl an Plays. Ihn heilen auf 5 HP. Er tradet rein. Und dann kann man... Haben wir noch wie viel Mana über? Haben wir noch 4 Mana über. Dann könnte man theoretisch Sepp eine Waffe anlegen. Ich glaube, ich will gar nicht Seppen. Denn ich möchte lieber Sepp plus Shadowpan Rider spielen, damit er seinen Combo-Buff bekommt in Turn 7. Und das Heal-Play möchte ich eigentlich immer machen, damit ich halt das Board für mich gewinne. Heal, Attack. Dann überlebt er mit einem HP. Er hier kann Face gehen und wir haben ganz viele Minions auf dem Feld. Ich denke, das ist eigentlich voll in Ordnung. Wir denken mir trotzdem nochmal drüber nach. Wir könnten auch das gesamte Board holen, wenn man so drüber nachdenkt. Also das hier passiert immer. Und er könnte den jetzt hier auch abholen. Aber er wächst noch weiter und er hat gerade keine Möglichkeit, den einfach verlässlich wegzuholen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen greedy. Ich denke, ich muss den Trade nicht einnehmen. Er hat ja immer nur 50% Chance, das Target zu holen. Dann verteilen sich die anderen 50% auf alle anderen Targets. Das heißt also, er hat dann hier nochmal zack, zack, immer ein Viertel. Theoretisch kann er dann einen von beiden holen. Aber wenn er den dann abholt, dann habe ich ja einfach 5 Damage mehr ins Gesicht gemacht. Okay, so. Wunderbar, das stört uns nicht. Jetzt gucken wir, wie wir den abholen. Wollen wir ihn zappen oder wollen wir das anders machen? Wir können Zap spielen, Shadowpan Rider, Trade dort und ja, eigentlich ziemlich free. Der geht immer Face. Jetzt überlegen wir, nehmen wir hier einen Value Trade mit oder tauschen wir einfach so das Board ab. Er hat ja den Second Rate Boozer, der kostet zwar weniger, wenn wir 3 Minions haben. Wir werden immer 3 Minions haben. Aber wenn wir ihm jetzt halt 6 Face geben, ist er auf 14. Und wir haben halt hier viel Board. Ich denke, ich nehme den Trade einfach mal mit. In der Arena ist es ein bisschen schwieriger, um Sachen rumzuspielen. Zum Beispiel, man müsste jetzt immer in Erwägung ziehen, dass er eine Holy Nova hat. Wenn er Holy Nova hat und ich den liegen lasse, dann könnte er natürlich hier reingehen und Holy Novan. Aber, da muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, in der Arena ist es am besten, um Karten rumzuspielen, die eine keine hohe Seltenheit haben, denn die kommen öfter vor. Also Legendaries wird man am seltensten zur Auswahl bekommen in der Arena. Und deswegen macht es zum Beispiel nicht so Sinn, um Epic-Karten rumzuspielen, also mit der Epic-Rarity. Aber wenn ich gestehen muss, ich weiß gar nicht, was für eine Rarity Holy Nova hat, denn das ist ja eine Basic-Karte. Aber die muss ja trotzdem eine Seltenheit haben, damit man sie irgendwie in der Arena zuordnen kann. Aber gut, that was easy. Das Format heißt nicht umsonst Vin Diesel. Easy 4 Wins. Sofort retiren wäre auch gut gewesen. Hätten wir uns ein besseres Deck bauen können mit besseren Aussichten. Not bad. Auch eine Seltenheit, die man nie in der Ladder sehen wird, ein Hunter.
Alter, das ist wirklich kein Witz. Oh, ich meinte, Yard Spirit und Flash Eating Ghoul sind nicht gut, aber momentan können wir sagen, wir spielen Zug 2, 3 und 4 etwas aus. Das können wir eigentlich noch verbessern. Wir haben viele One-Drops, der kommt weg. Ghoul. Wir haben bessere 3-Drops. Wollen wir auch lieber was wie One plus Weapon spielen? Wahrscheinlich schon. Wir sind recht, ich glaube, wir können recht greedy sein im Mulligan, weil wir gar nicht so viele expensive Cards haben. Oh, wir haben The Dream gezogen. Jetzt muss dann noch der Huckster überleben. Ah ja, bezüglich, das war kein Witz mit, man trifft keine Hunter. Ich habe gestern mal wieder meine Stats durchgeguckt. Ich habe wirklich 0 Hunter und 2 Paladine in der Leather getroffen in meinen letzten, ich glaube, 300 irgendwas Games. So, wo sind wir wieder angekommen? Wir können einen Minion reinlegen. Wir können die Waffe benutzen, um Live-Total zu traden. Huckster reinlegen ist nicht gut. Dann geben wir das 2-Mana-Minion halt in das 1-Mana-Minion rein und haben nichts generiert. Minion ausspielen für Spawn ist eine Option oder halt die Waffe. Und dann im Zug 3 spielen wir die beiden Minions so aus. Ich denke, das kann man so machen. Jetzt haben wir praktisch wieder ohne Karteninvestment eine Karte von ihm bekommen und können im nächsten Zug immer noch beide Karten ausspielen. Und danach sogar weiter curven. Leute, Validated Doomsayer ist gar nicht so schlecht in der Arena. Was auch gar nicht so schlecht ist, ist, dass Bluax gerade gesubbt hat. Vielen Dank. Das ist echt nicht so schlecht. Das ist eigentlich schon ziemlich nice. Spielen wir den jetzt einfach aus. Der Trick ist, er überlebt es halt. Das ist ein 3-3er. Das heißt, er überlebt diesen Value-Kampf. Oh, wir müssen immer dran denken, das könnte jetzt auch ein Mind-Control-Check sein. Und so ein Mind-Control-Check wäre jetzt nicht ganz so stark wie der Raptor. Und wir spielen halt 1 plus 2. Dann tradet er in die 2 und ich muss noch was investieren, um ihn wegzubekommen. Das ist nicht schön. Auch wenn jetzt der Effekt vom Raptor nicht da ist, spielen wir ihn so aus. Man sagt auch gerne, so ein 3-Mana, 3-4, den spielen wir als Spider-Tank aus. Spider-Tank war in dieser Gnomes vs. Goblin Expansion ein 3-Mana 3-4, was halt eine Mech-Unit war und die wurde halt gespielt in Mech-Decks, weil 3-Mana 3-4 sind gute Statuswerte und es gab halt die Synergie mit den Mechs, wie es heute die Synergie mit den Piraten gibt zum Beispiel. Also es gibt Schlechteres als 3-Mana 3-4. So, traumhaft. War traumhaft nicht, aber passt schon. Jetzt kriegen wir hier einen Value Trade mit dem Raptor. Und spielen ihn als 4-4er aus, denn als 4-4er kann sein Board ihn wieder nicht beantworten. So, give a random Minion. Achso, einfach irgendein Minion in der Hand, okay. Das heißt, er wird im nächsten Zug, wenn wir den kaputt machen. Na, er kann ihn immer selber kaputt machen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so eine große Sache. Aber wir nehmen trotzdem ihn hier mit. Gibt das irgendeinen Sinn? Dann sind wir halt auf, ja, okay, er ist ein Beast. Es ergibt Sinn, das Beast wegzunehmen, weil Hunter spielt mit Houndmaster und er kann halt ein Beast plus 2 und Taunt geben. Von daher ist das okay. Ich hatte mir überlegt, jetzt ist er halt auf einem HP und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hat Hunter Karten, die einen Schaden machen und es ausnutzen können? Also der droppt immer auf 1 HP. Das war gerade eher so ein Brainfart. Aha, Unleash, okay. Unleash ist gar nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn jetzt zum Beispiel das gebuffte Minion was richtig Großes wäre, was ich nicht mehr wegmachen kann. Aber jetzt haben wir noch zwei tolle Züge. Als erstes den Doomsayer, der hier höchstwahrscheinlich zu 7-7 wird. Und danach können wir eine Einmalerkarte plus den Shadowpan Rider spielen und dann haben wir halt eine 6-7 auf dem Feld. Ja, super. Das ist ein Trade, den nehmen wir alle Tage. Und jetzt muss uns der Gegner erstmal ein bisschen was beweisen, wie er wieder zurückkommt. Wir haben ja aktuell eine 7-2 und eine 6-7. Wir haben das gesamte Board von uns gewonnen und sind halt in the lead. Man darf sich aber dann nicht zu sehr freuen darüber, dass man am Anfang sagt, oh, was war das denn für ein scheiß Arena-Draft, der dann gut scored, denn die Gegner werden natürlich auch besser. Man wird in der Arena immer mit Leuten gematcht, die dieselbe Anzahl an Win-Loss haben, also dasselbe Win-Loss-Verhältnis. Dementsprechend haben wir jetzt einen Gegner, der hat halt
ein Win, vielleicht ein Loss, aber es wird halt immer geguckt, dass es nicht ganz so... Es soll schon 1:1 dasselbe sein. Das wird nur nicht gemacht, wenn niemand da zur Verfügung ist in der Leder gerade. Hm, der kommt raus. Und der kommt raus. Ich glaube, ein Taunt noch auslegen ist nicht schlecht. Ist es schlecht, ihn hier auf 3 zu setzen? Wahrscheinlich nicht. Wir hätten natürlich auch den Doomsayer reingeben können, aber dann hätten... Achso, die hat schon angegriffen, dann hätten wir den Doomsayer verloren. Und wir greifen jetzt hier mit der Waffe an. Weil wir im nächsten Zug genug Mana haben, um die Waffe wieder anzulegen und trotzdem unsere Karten auszuspielen. Ich glaube, unsere Winrate wird stark davon abhängen, wie oft wir den Doomsayer früh haben. Der carried hier schon das zweite Spiel. Da haben wir Lethal. Das fühlt sich schon wie Lethal an. 7, 14, 17. Oh, was macht er noch? Oh, das Board ist voll. Aber noch ein Unleash. Hat noch 4 Hunde. Mit 4 Hunden kriegt er halt höchstens ihn weg. Aber Plot Twist, wenn er ihn wegmacht, dann ist er hier aufs Maximale gebufft. Hatte ich genug Minions? Hat er was für ein Play? Wenn er einen Hund mehr haben hätte können, dann hätte er auch den hier noch wegbekommen. Aber gut, es sind jetzt hier 13, 15 noch nicht genug. So, ja, ich könnte den halt auch buffen, um dann den abholen zu können. Aber er contestet auch beide hier. Das heißt, ich würde mich davon abhängig machen, welche Karte da rauskommt. Aber die Micro Machine wird noch größer. 10, 17, 18, nee, kein Lethal. Also machen wir das mal. Wow. Ja, ohne Beast ist die Karte nicht so gut. Und das hier ist jetzt der Punkt, da gehe ich nicht mehr irgendwie auf Board Value und Trades. Er ist so krass unter Druck, er muss selber die beiden Sachen hier beantworten. Außerdem wären das auch keine guten Trades, weil unser starkes Minion stirbt unserem schwachen und den Trade möchte er eigentlich selber nehmen und muss ihn auch selber nehmen. Also Arena ist sozusagen, also in meinen Augen so ein bisschen die abgespecktere Version. Da muss man weniger Kombos oder so kennen und beachten. Da reicht es zum Beispiel, da gibt es halt nicht dieses Meta wie im Constructed, wo man wirklich am besten die 30 Karten vom Gegner auswendig können sollte, von seinem Deck und das möglichst früh erkennen. Hier geht es halt mehr darum, so andere Konzepte anwenden zu können, wie Tempo und Tempo generieren. Die richtigen Trades finden ist sehr, sehr wichtig in Arena, also... Greedy sein ist selten gut, da habe ich schon viele Arena-Runs verloren, dadurch, dass ich dachte, ah Mensch, komm, den musst du nicht traden. Stattdessen gehst du jetzt hier Face. Das sollte man sich auch eher sparen. 1, 2, 4. Drop da auf 5. Wie viele Ratten kommen da raus? Gleich viel wie Angriff, also können wir das removen. Und Arena ist auf jeden Fall das, was neue Spieler am meisten am Anfang machen sollten. Mit Bedacht, denn da kriegt man auch, wirft man ganz schnell sein Gold raus und könnte sozusagen Verlust machen, aber in der Arena lernt man einige Sachen und verdient sich dann sozusagen sein Gold und seinen Dust. Was ist das denn hier? Verlieren wir das? Ah! Ich wollte gerade sagen, das verlieren wir noch, aber zum Glück haben wir einen Assassin gedraftet. Die Stelle hätte witziger werden können, aber ich bin ganz zufrieden, dass wir das getopdeckt haben. Wir können zum Beispiel, wir können auch nachher mal einmal gucken, bevor wir Schluss machen, wie viele Arena-Runs, oder man kann im Questlog gucken, wie viele Wins man in der Arena gemacht hat, also einzelne Wins insgesamt. Und das Verhältnis ist, glaube ich, bei den meisten so am Anfang sehr, sehr wenig Ranked-Wins, viele Arena-Wins, weil Arena macht auch sehr viel Spaß. Und dann wechselt sich das halt rüber ins Constructed, wenn man dort seinen Spaß gefunden hat und Competitive spielen will. Ich könnte jetzt den Trade nehmen. Achso, nee, dann kriege ich 4 ins Gesicht. Dann droppe ich auf 7 mit Hero Power 5. Oh, das ist mir aber gerade wieder viel zu knapp. Wie macht man das denn jetzt? Wir müssen eigentlich das Lethal vorbereiten. Das heißt, wir müssen mit allem Face connecten. Aber wenn das jetzt hier eine Explosive Trap ist und ich jetzt Face gehen will, dann stirbt hier alles und ich kriege 2 Face Damage. Bedeutet, wenn ich um Explosive Trap rumspielen will, müsste ich einmal da reingehen, dann attackieren und dann den Taunt ausspielen. Aber wenn ich einmal da reingehe und es dann keine Explo-Trap ist, dann gewinne ich nur mit den passenden Top-Decks, richtig? Einmal rein, einmal so, dann ihn,
Zack, zack. Ich glaube, ich muss das trotzdem machen. So, so. Was ist das denn jetzt? Ich drücke keine Hero Power, weil es eine Dart Trap sein könnte. Und die würde mich entweder nahe den Tod bringen oder eins meiner beiden Minions bekommen. Das ist nicht so schön. Und jetzt sind wir in einem Dilemma. Was haben wir denn so im Deck, was uns hier gewinnen kann? Wir können die Karte nicht mal benutzen. Was ist das für der Undercity Huckster? Das war mein MVP im Draft und jetzt lässt er mich einfach so down hier, der Junge. Wenn ich jetzt hier einmal reingehe, dann bin ich auf 6 und dann kann er traden, trade, bam. Aber wenn ich nichts mache, dann... Ja, ich darf nichts machen. Was muss ich denn ziehen, um zu gewinnen? Wolf Rider ist, glaube ich, die einzige Karte. Ah, Zap ist noch eine Karte, genau. Also er kann jetzt hier, man sieht es ja sogar hier beim Backtracker, welche Secrets er haben kann. Hidden Cage. Also die kann er nicht mehr haben. Die ist noch nicht ausgegraut. Er kann auch die anderen beiden haben. Hero Power drücken, Dart Trap wäre ganz schön blöd. Cat Trick kümmert uns nicht. Wir haben ja nur noch den Zap drinne. Und wenn wir Zap ziehen, dann haben wir es, glaube ich. Ja, ja. Und jetzt kann er ihn halt nicht finishen. Und deswegen haben wir jetzt verloren. Richtig? Dann, dann, dann. Ja, dann, dann, dann. Passiert. Hätten wir irgendwo was anders spielen sollen? Habe ich da irgendwo so mega greedy gespielt? Ich glaube nicht. Aber man hätte auf jeden Fall irgendwo was anderes machen können. Das möchte ich nicht verneinen. Aber so auf den ersten Gedanken. Ich habe die Trades genommen, die ich nehmen sollte. Ich habe viel Face Damage gedrückt. Es sind halt so, es haben im Endeffekt 3 Schaden gefehlt. Hätte ich nicht um die Explode Trap rumgespielt, dann wäre er sogar auf 1 HP gewesen. Also hätte jetzt in diesem Szenario nichts geändert, aber. Weil er den Taunt hatte, den Taunt mit Divine spielt. Also das ist mir noch nie passiert. In so vielen Spielen Hearthstone. Ich habe noch nie jemanden im Battle.net getroffen, der auch Diesel heißt. Wow. Was ist das denn? Ja, sehr gut. Da müssen wir jetzt hier... Das ist bestimmt ein Faker aus dem Chat. Sehr gut. Okay, wie spielen wir das? Turn 1 den, Turn 2 den, Turn 3 irgendwie rauscoinen. Alles klar, wir haben unsere Curve. Was ist denn da los? Ich werde gesniped von meiner selbst. Wow, wow, wow. Ich muss ihn begrüßen, ganz lieb und nett, weil er heißt ja auch diese. Ja, okay, wir können jetzt beide One-Drops rausspielen. Das sind voll die starken One-Drops. Let's go. Wir contesten fast alles, was er uns bieten möchte. Hm. Frostwolf Grunt, ja, wahrscheinlich eher so ein Playmater-Weapon, je nachdem, was er auslegt. Aber 1-1 in Arena, feels Batman. Oh Gott, ich hab jetzt schon Angst. Das dauert jetzt bestimmt bis Zug 10 und da ist so ein richtig dicker Drache dahinter. Was ist das eigentlich überhaupt für eine Ironie? Er spielt Arena und hat eine Nether Spite Historian und Drachen. Das sehe ich nicht ein, das ist ja voll frech. Die trainen wir auf jeden Fall weg. Was spielen wir dazu? Gehen wir das Divine Shield oder nehmen wir die Waffe? Ich denke, ja, wir nehmen das Divine Shield. Denn dann können wir noch ein Minion rausspielen. Okay. Er hat nicht alles gekeept, das backt hier gerade nur rum vom Tracker. Aber das Wichtigste für uns ist hier irgendwie, dass wir sehen, was unser Deck noch zu bieten hat. Okay. Wir können jetzt mit der Waffe halt jetzt traden, behalten wir unser Minion und haben danach 4 Mana über. Oder wir sagen halt, wir gehen jetzt da einen rein, um Lance Carrier zu spielen zu können oder wie die auch immer heißt, Gadgetston Socialite. Also ein Bonuspunkt dafür, die Waffe zu nehmen, ist, dass man damit um Consecration herumspielt und nicht dann alles daran verliert, an dem 4-Mana-Spell vom Paladin, der 2 Schaden auf unsere Seite vom Tisch macht. Aber jetzt muss er jetzt auch so langsam mal was spielen, denn wenn ich den
Reporter da reinbekomme oder den nicht removen kann, dann sieht das doch tutti aus. Und noch ein Divine Shield. Ja, das ist aber vollkommen in Ordnung. Das Divine Shield können wir jetzt hier entweder mit unserem Gesicht wegnehmen, um den als Einsatz zu behalten. Und dann haben wir die Option, sofort beides reinzugeben oder mit Lance Carrier zu spielen. Ich denke auch, dass ich den Lance Carrier nehme. Super, wieder hochgeheilt dadurch. Ein Traum. Den spielen wir nicht aus, den brauchen wir zum Combo mit dem Pan Rider. Im nächsten Zug sind wir bei 5. Was wollen wir auf Zug 5 machen? Ja, Golem plus 2-Drop oder Golem plus Weapon. Unsere Minions haben so wenig HP, die werden wir gerade gar nicht healen können mit diesem Socialite. Vielleicht spielen wir auch einfach den Reporter am nächsten. Das könnte auch passieren. Wenn wir den Reporter spielen wollen, dann ja, mehr Minion-Power aufs Board. Jetzt kann er unser Board immer noch mit Consecration komplett töten. Aber dann benutzt das auch schon mal Off-Curve und wir können dann unsere Minions weiter rausholen. So, recht starke Minions. Oh nein, ich habe nichts mit 3 Angriff. Oh oh. Ja, das sieht aber gar nicht gut aus. Eigentlich wollte ich ja irgendwas mit dem Harvest-Golem machen. Aber ich fühle mich dazu gezwungen, irgendwas rauszuholen, was gleich 3 Angriff hat, um den Grand Patron wegzubekommen. Aber das ist ja auch noch ganz easy. Der Daring Reporter. So, Buccaneer. Und Buccaneer hat nach Weapon Up halt auch den Wert. Achso, ja, man muss ja immer erklären, für die Leute, die das nicht wissen. Hier, der Grim Patron, wenn man den angreift und er nicht dabei stirbt, dann spawnt ein neuer, der dann auch 3-3 Stats hat. Und das geht dann immer so weiter, wird man jetzt hier einmal sehen. Deswegen ist es gerade ziemlich wichtig gewesen, irgendwas rauszubekommen, was das mal unterbrechen kann. Wir haben hier nämlich nur unsere kleinen Drops, die es nicht können. Was kann der Paladin so haben, wo man das noch weiter treiben kann? Ja, die ganzen Neutral Cards, die Neutral Basic Cards. Zum Beispiel diesen einen Murloc, den wir nicht genommen haben, der einen Damage schießen kann. Das würde funktionieren, theoretisch, um das noch weiter zu treiben. Aber am besten ist da immer Warrior, denn Warrior hat diese ganzen Wirbelwind-Effekte, die dann auf den gesamten Tisch gehen und da kann man sich schöne kleine Armee von bauen. So, what's the play? Ich kann den Pan Rider, kann ich den theoretisch rausholen? Ich müsste... Theoretisch ja. Praktisch. Will ich wahrscheinlich lieber die Waffe hochholen, damit ich in die Trades holen kann und dann geht das denn dann. Der geht da rein, meine Waffe geht da rein, er geht dort rein. Und dann haben wir dazu noch Harvest Golem und den Attendee, ja. Achso, der hat nur 2 Damage. Wie meine ich das? Die Waffe geht da rein, er muss da rein, also kann er da reingehen, dann bekommt er weniger Schaden. Was habe ich hier? 2, 4, nee, das reicht nicht, um den wegzumachen. Hätte ich da irgendwie mal reingesetzt, so, der kriegt nochmal plus 1, das ist ganz gut. Ich habe immer Consecration noch im Hinterkopf, ich weiß gar nicht warum. Consecration? In der Arena, boah, ich spiele nie Arena, warum? Ich spiele mal um Consecration herum, in der Arena gegen einen Paladin. Es ist eine Basic Card und es ist eine Common Karte. Also ist es wahrscheinlich sogar begründet, das zu machen, aber... Ah, nee. Hätte ich das gemacht, hätte ich die alle da reingeben müssen, damit er auf einem HP fällt, falls die Consecration kommt. So. Sieht auch hier irgendwie easy aus. Huckster, Pan Rider. Kriegen wir damit das Board irgendwie weg. 1, 2, 3. Die alle da rein. Der geht da rein, der geht da rein. Ja, easy. Mit der Waffe will ich ihn tanken und nicht ihn. Ja. Den trade ich niemals. Also, es wird zwar ihn beschützen, aber das sind 6 Damage ins Gesicht. Und 6 Damage ist ganz schön viel, der wird jetzt auch noch 7. Und wir haben eigentlich genug Schaden auf dem Tisch, um ihn im nächsten Zug zu töten. Haben die Matches echt so lange gedauert? Wir sind erst im 3. und
Die Stunde ist schon fast vorbei. Gefühlt würde das bedeuten, wir brauchen mehrere Dekaden, bis wir die in einen Arena-Run fertig bekommen. Oh, was für ein Traum, dieses Assassinate. Taunt und Divine Shield. Wir bewegen uns auf jeden Fall weiter Richtung der vier Wins, die wir alle predicted haben. Pipapo, und ich würde sagen, ein schnelles geht hier auf jeden Fall noch. Ein ganz schnelles. Ein ganz schnelles, ja. Das muss richtig schnell gehen. Am besten legen wir einfach alle unsere Karten aus und sagen, dass wir gewonnen haben. So, kaum wie man ein schnelles Match, finden wir keins. Play around Consecration, nope. Do me trade, nope. Ja, stimmt. Ich habe im Verlauf schon wieder vergessen, dass der Typ halt auch einfach diese ließ. Muss ich ihn eigentlich hinzufügen? Ja, komm, ich füge ihn hinzu. Ja. Add. Hat das funktioniert? Ne, so. Falls er mich annimmt, dann lobe ich ihn zu seinem Nickname. Den behalte ich, weil einfach so ein 3x3-4 ist mir gut genug, um ihn hier zu behalten. Das ist ein Statement auf jeden Fall. Unsere Curve sagt aber eigentlich, dass wir auf Turn 1 den Attendee spielen wollen, dann Coin Ogre Brute into Unearthed Raptor. Also nicht dieses 1, 2, 3. So werden wir halt unsere Karten zwar auch los, aber der Huckster ist im Vergleich, also wir haben die Wahl im nächsten Zug den Huckster zu spielen mit 2-2 oder halt ein 4-4 Ogre oder ein 3-4 Raptor durch die Coin, dass wir dann doch schon eher den nehmen sollten. Im Chat wird gerade gefragt, hat diese gerade gewonnen oder verloren? Oh, nice Meme. Du glaubst gar nicht, Das ist ein Meme, das hing mir mein Leben lang hinterher. Denn in dem Schachverein, in dem ich war, da gab es noch einen anderen Dennis. Und jedes Mal, wenn wir gegeneinander gespielt haben, gab es dieses Meme. Und das war so ungefähr gefühlt jedes Jahr in der Vereinsmeisterschaft. Also ist das nichts Besonderes mehr. Ich glaube, Diesel hat gewonnen und damit reicht es auch. Der bessere Diesel hat gewonnen. Ja, der Chat nennt es Schrödingers Diesel. Oh, das gefällt mir. Schrödingers Diesel. Wir haben aber auch eine... Eindeutig der krassere sind wir gewesen. Hat er uns angenommen? Nö. Oh, schade, der will uns nicht annehmen. Dabei haben wir so einen nice Nickname. Nun gut, okay. Weiter geht's im Plan. Coin Ogre Brute into Raptor. Into, das ist schon... Eigentlich will ich den Death Rattle kopieren. Eigentlich will ich greedy sein. Let's do it. Für den Fun. Es ist halt absolut absurd. Wir können, das hier könnte auch ein 4-4er sein. Ein 4-4er, der alles wegpuncht, was er ausspielt. Aber wir sind heute so drauf, dass wir das hier... Wir bekommen es nicht mal. Ultra, super, mega punish. Er bekommt jetzt auch noch unsere Karte. Habe ich nicht vorhin gesagt, in der Arena nie greedy sein? Ich glaube, ich habe jetzt gezeigt, warum man das nicht machen sollte. Ich gucke mir gerade das Soundboard an und finde das Zirpen leider nicht. Oh Gott. Den Song meine ich natürlich. Nun gut, wir müssen weitergehen mit dieser Last und die Coin im nächsten Zug benutzen, dass wir dann wie 3 plus 2 spielen. Aber das wäre jetzt gerade so ein krasser Swing. Das hätte er niemals machen können ansonsten. We did it, Reddit. We fucked up. Er zuckt schon an der Karte, die er von uns bekommen hat. Was hat er da bekommen? So eine richtig nice Rogue-Karte. So langsam wie die spielen wir das kein schnelles Match. Oh, wow. Ist Priester gut geworden? Weil die Karte ist halt richtig gut, auch im Constructed. Und ich meine, das ist eine Common-Karte, die man dann wahrscheinlich recht oft draften kann. 'Feels Diesel, man. Wow. Okay, wir können Questing, Coin, Frostwar spielen oder den Prügelknaben hier. Beides sind am Ende 4-4er. Er hat das Potenzial, größer zu werden. Steht in einem Taunt. Ja. Also im Endeffekt spielen wir jetzt einen 4-4er, der größer werden kann. Alternative wäre gewesen, ein 4-4er, auf dem wir uns nicht mal verlassen können, wo der hinschlägt. Deswegen dürfte das ja besser sein. Hier irgendwo reingehen bringt nichts. Da kann er mal healen und den Value Trade mitnehmen. Deswegen... Einmal da rein.
es zeigt sich auch wieder so ein bisschen ein gewisses Problem. Wir sind auf Zug 5 und haben gleich nur 3 Kostkarten. Das heißt, wir können die nur mit der Hero Power kombinieren. Ich sehe schon kommen, ey. 2-2 in der Arena. Was ist passiert? Kein Salt bei Win Diesel. Das ist doch kein Salt, das ist Baby Rage. Im Gegensatz dazu, ich nehme das mit Humor. Im Gegensatz zu den Leuten, die sich dann anschreien bei Counter-Strike. Ja, ja, alles okay. Ich gucke jetzt immer so gespannt darauf hin, was er da gerade macht. Unsere Optionen sind sehr eindimensional, da kann man nicht so viel... Wahrscheinlich chargen wir gleich irgendwas runter und benutzen Hero Power dazu oder so. Das hier ist unser Mann. Ja, nee, das ist nicht mehr unser Mann. Der war bis gerade eben unsere Hoffnung und ist es jetzt nicht mehr gewesen. Auf jeden Fall den. Und hier den Trade. Wir hätten natürlich auch 3 plus Waffe mit der Waffe den abholen können und hätte er nichts abholen können. Ich möchte eigentlich im nächsten unbedingt. Ich muss meine Hand loswerden. Ich bin gerade der Meinung gewesen, HP traden für einen Minion ist sonst immer gut, aber ich muss hier dringend Minions aufs Board bekommen. Er contestet auch beide zusammen, ja. Einer von beiden kann sich gleich einen Value Trade nehmen. Vielleicht machen wir dann sogar doch noch Dagger Mastery, holen dann das 1 HP Minion ab und spielen dazu dann den Ogre. Aber es kommt immer ganz stark drauf an, was er da eigentlich gerade macht. Was macht der lustige Mann da? In Hearthstone verlieren. Die Weste ist nicht Kamera. Ach, die flimmert voll, ne? Jetzt sehe ich das erst. Krass. Ja, ja, noch mehr davon. What? Kann ich immer noch traden? Das geht da rein, das geht da... Ah, ne. Emergency Coolant. Wir kriegen doch hier locker noch irgendwelche Trades hin. Der kommt, der Wolfweiler geht dort rein. Ja, okay. Oh mein Gott, Priester ist voll gut geworden. Warum hatten wir keinen Priester zur Auswahl? Ein Deck nur aus Kabal Talon Priests. Jeden Zug eine 3-Mana 3-7 auslegen. Das ist der Traum. Aber so, ja, okay. Wir sind schon weit hinten, wenn wir mal gucken. Er hat eine volle Hand. Aber er hat gerade Probleme, das Board irgendwie zu removen. Wir haben eigentlich gegenseitig diese Probleme. Wir haben hier immer irgendwelche Minions, die noch knapp überleben. Aber wenn er es jetzt schafft, da noch einen Heal reinzudrücken, dann ist das böse für uns. Silence? Warum silenzt er den jetzt? Wenn der jetzt, also ungesilenced, hat er immer nur 50% Chance, das Target zu treffen, was ich angreife. Aber jetzt, dadurch, dass er gesilenced ist, kriege ich doch den immer auf 100%. Das heißt also, er wollte, dass ich ihn bekomme, weil ansonsten wäre die Chance da gewesen, dass ich den bekomme. Das ist ein bisschen verwirrend gerade, denn er würde sich freuen, wenn der den trifft, denke ich eigentlich, weil ich ihn ansonsten irgendwann mit der Waffe wieder abhole. Auf jeden Fall die U's. Ja, okay, ja klar, der 3-1er kann da jetzt reingehen. Das ist dann der Free Trade, den er bekommt. Und damit er sich nicht healen kann, müssen wir ihn eigentlich mit einem Freeze treffen. Dann tradet er da rein. Und ansonsten könnte er da reingehen, sich healen und wieder auf 3 sein. Wow. Ich glaube, das haben wir in Zug 2 halbwegs weggeworfen. Aber noch ist, ja. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Noch ein, noch was? Noch ein Dings? Ah, okay. Der Temple Enforcer. Oh, stimmt. Ich glaube, die Karte habe ich komplett vergessen. Der Kabal Talon Priest ist eigentlich nur ein Temple Enforcer in billiger und besser. Was ist das denn für ein Power Creep? Das fällt mir ja jetzt erst auf. Selber Effekt, aber billiger und bessere Stats auch noch. Und der hier hat gute Stats für seine Kosten. Der hier hat sogar für seine Kosten HP abgezogen bekommen. Der holt den ab und wir holen den hier ab. Persönlich würde ich das Game jetzt hier schon ein bisschen abschreiben.
Aber who knows, vielleicht sind das da 4 Tiny Fin Murlocs auf seiner Hand und eigentlich hat er gar nicht so viel. Und wir ziehen gleich unsere starken Karten. Was mache ich mir vor? Das ist ein Priester, der nimmt jeden Value Trade und hielt hoch. Macht er doch bestimmt so. Hielt darauf und dann keine Ahnung. Also mal drüber nachgedacht. Ich muss mal. Das interessiert mich jetzt plötzlich doch, ob Priester jetzt gut geworden ist in der Arena dadurch. Davor war Priester immer so eine Nee, du brauchst Kombo-Karten etc., Karten, die zusammenpassen. Und jetzt der Talon-Priest alleine plus ein paar Minions, das harmoniert eigentlich schon sehr gut. Not quite what was planned. Kann eh wieder. Ja, nee. Ich glaube, das machen wir jetzt zugunsten von dem Format, das als nächstes kommt. Das ist auf jeden Fall verloren. Wir kommen ja nie wieder aufs Board zurück. Surrendern deswegen. Und sind 2-2 in der Arena. Vielleicht hätten wir den Run doch noch fertig bekommen. Der nächste wäre bestimmt ein 2-3 gewesen. Aber gut. Ich weiß nicht, ob wir das beim nächsten Mal wieder fertig machen, die Arena, oder irgendwas anderes. Das überlegen wir uns noch. Aber dieses Mal war es das dann mit Loose Diesel dieses Mal. Ne? Wind Diesel war es eher weniger. Ich hoffe, das war trotzdem recht anschaulich, auch wenn das ein bisschen crappy war. Aber ich konnte lachen, deswegen hat es mir Spaß gemacht, auch wenn es Arena war. Damit gebe ich ab ins Studio und jetzt machen wir Werbung. Bis zum nächsten Mal. Matteo? Ja? Wie gefällt dir dieses Video? Ist schon sehr gut. Oh, dann drück mal hier, da unten, da kannst du den Daumen hoch drücken. Oh. Drück ihn mal hoch. Ja. Ja, hoch. Oh, nice. Ja. Erledigt. Sehr gut. Und jetzt? Was? Schreib's auch noch einen Kommentar. Oh komm. Ja, okay. Eure Videos machen mir jeden Tag Spaß. Bitte macht weiter so. XOXOXO. Nice. Und jetzt? Pass auf. Abonnieren jetzt. Wir? Ja, wir abonnieren. Okay. Wir können abonnieren. Wo geht das? Guck. Da? Ah, da. Warte. Ja. Drück drauf. Ja, komm. Drück. Drauf. Wow, das nice. Ging auch super leicht. Und es war kostenlos. Und du verpasst jetzt keine Videos mehr von uns.